Oh ja. Wisst ihr, was für mich interessant wäre? Okay, draußen ist ja Schnee. Aber wie viel Leistung hat denn eigentlich unser NIO ET7? Da bin ich mal gespannt. Und wir testen es mal aus mit dem Dyna-Road vom Magic Motorsport, welches ihr natürlich bei uns erwerben könnt auf ml24.shop. Natürlich haben wir gerade keine Waage da, aber ein Elektrofahrzeug, das ET7er, der hat ja keinen Tank. Das Auto ist leer, das heißt, wir können die Leermasse nehmen, natürlich mit den Felgen, und dann können wir auch dazu rechnen, wie viel ich wiege und wie viel Victor wiegt. Wo ist denn der Victor? Victor, fahren wir gleich mal eine Runde damit. So, wir haben die kompletten Daten eingegeben. Ja, wir machen den automatischen Modus. Und dann starten wir gleich die Kalibrierung. Die Kalibrierung wird bei 30 km/h gestartet. Wir haben hier natürlich keine Drehzahl. Da steht drauf 3000 Umdrehungen die Minute. Der ist noch nicht ganz vorgewärmt. 30 km/h, Kalibrierung starten. So. Jawohl, der zeigt ja richtig korrekt an. So, erfolgreich kalibriert. Aber was ich vergessen habe, ist, dass wir Super Sport Plus einschalten möchten. Starten wir mal die Messung. So, beschleunigen Sie das Fahrzeug auf maximal. Nicht bremsen, ausrollen lassen. An sich ist es ganz simpel. Okay. 571 PS. Also angegeben sind 600 PS. Schaut mal, 688 Newtonmeter. Das stimmt auf jeden Fall. 571, ja, kann man schon mal machen, ne? Da haben wir den NIO, da können wir einen Bericht generieren. Und da können wir auch sehen, wollen wir das Ganze glätten oder wollen wir das Ganze in Rohdatei sozusagen haben. Da haben wir diese Kurve. Was können wir sehen? Elektromotor ist ja normal. Das blaue, die blaue Kurve ist Newtonmeter, also das Drehmoment. Da hatten wir automatisch hier eine längere Zeit, direkt das gleiche Drehmoment. Und da beim Abfall hatten wir die höchste Leistung. Man kann das Ganze unterschreiben und auch ausdrucken. Also ist auf jeden Fall ein geiles Programm, was wir da haben. So, haben wir schon Super Sport Plus drin. Ja, Sport Plus ist drin. Also, starten wir mal die Messung erneut. So. Also, 599 PS. Das, was NIO verspricht, das hält's auch. Hätten wir vielleicht eine etwas bessere Strecke, dann würden wir es viel besser erkennen. Aber klasse, 599 PS, 686 Newtonmeter. Yes, baby! Also ich bin happy. Auf jeden Fall, ja, hält die Leistung. Je öfters wir das Ganze durchführen oder je wärmer die Batterie ist, dass sie mal im Betriebszustand ist, dann stimmt es auch korrekter, ne? Weil die Leistung bei einer kalten Batterie kann halt nicht so abgerufen werden. Geil. Und jetzt die letzte Messung von 0 auf 100. Wäre für mich interessant. Und dann war's. Ich bin mal gespannt. Das Auto ist mit 3,8 Sekunden angegeben von 0 auf 100. Und jetzt prüfen wir das mal tatsächlich. Okay, ich bin ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer. Wir sind zu zweit in diesem Fahrzeug. Aber da bin ich mal wirklich gespannt. Im Supersport Plus sind wir. Und dann drücken wir hier auf Start drauf. Warten kurz. Und Vorspann. Und los mit dir. Puh. 3,82 zu zweit. Und der ist mit 3,8 Sekunden angegeben, wo nur eine Person sitzt. Leute! Dyna Road und NIO. Habt ihr euch abgesprochen oder was? Das macht auf jeden Fall Laune. Und das Dyna Road könnt ihr dann auch benutzen. Nicht nur für solche Messungen, sondern wenn ihr davor eine Softwareoptimierung durchgeführt habt, könnt ihr einmal in die Richtung fahren, wie ihr auch davor gefahren seid, und dann nach der Softwareoptimierung genauso und die Leistungsmessung auch so durchführen. Dann seht ihr auf jeden Fall, wie viel Leistung habt ihr mehr dazu bekommen, wie viel Drehmoment
und wie schnell ist euer Fahrzeug dann tatsächlich. Bei dem Dynaroad ist halt das Geile, ihr könnt das Ganze ans Rad befestigen. Ja, viele haben am Anfang gesagt, ja, das ist ja viel zu weich, die Skala, ihr könnt es ja einstellen. Das heißt, je nachdem, wie es euch anzeigen soll und nicht geglättet. Ne? Nio, ich bin begeistert. Klasse. Du hältst, was du versprichst. Bei der App ist auch eins praktisch, das Ganze wird ja auch hinterlegt und gespeichert. Das heißt, ihr könnt in die letzten Messungen reingehen, dann könnt ihr sehen, ah, okay, da hatten wir eine Messung gehabt von 599 PS bei diesem Fahrzeug. 686 Newtonmeter. Performance könnt ihr auch reinschauen. Da hatten wir eine gerade Strecke gehabt und hier ging es ein bisschen berghoch, sogar berghoch 0,2 Sekunden. Ist halt richtig klasse, seht ihr. Von 0 auf 10, 0,41, 0 auf 20 und. Bei den Messungen können wir das Ganze ja auch einsehen. Maximalgeschwindigkeit. Und wenn ihr es angewählt habt, dann könnt ihr auch sagen, hier, ich will das Ganze nochmal generieren, nochmal ausdrucken. Und hier wollte ich euch nochmal zeigen, ja, dass die Kurve auch perfekt angezeigt wird, wie es wirklich bei den Leistungen war und bei dem Drehmoment. Aber ihr könnt das Ganze auch glatt ziehen, damit es so aussieht wie bei dem Leistungsprüfstand, je nachdem, wie man das Ganze einstellt. Und so die Mitte ist eigentlich das korrekte Messergebnis. Und wir kreieren jetzt mal eine schöne glatte Zeichnung. Und das andere wird ja weggeblendet. Und erstellen ein PDF-File, welches wir dann auch ausdrucken werden. Braucht ihr auch so ein Dynaroad? Dann geht auf ml24.shop. Wollt ihr euch ein Auto kaufen? Ein NIO zum Beispiel, ihr könnt es euch nicht leisten, dann finanziert das Ganze. Und wo? Auf ml24.shop. Ja, wer braucht schon so ein NIO? Ich will ein anderes Auto. Aber ich will es nicht kaufen, ich will es abonnieren, weil NIO kann man ja auch abonnieren, auch durch uns. Und man kann auch andere Fahrzeuge abonnieren. Schaut mal gerne vorbei, weil wir arbeiten mit Six zusammen und da könnt ihr über uns genauso abonnieren. Klasse. Falls euch solche Videos gefallen, nicht vergessen zu abonnieren und einen Daumen nach oben, Kommentare, darüber freue ich mich immer. Und damit ihr keiner der Videos verpasst, geht doch mal auf Telegram, gebt dort mit mal live ein und dann könnt ihr dort auch abonnieren und verpasst auch keine anderen Videos. Es ist kalt. Also, man sieht sich. Bis demnächst. Euer Mitmann Live. Ciao.